Noch rund 50 Meter bis zur Startmarke. Fehler in der Startphase von Philomena. Und das war der Start zum zweiten Rennen. Wer kriegt die Führung? Fernando und Winn-Dixie sind ganz vorne mit dabei. Von außen kommt auch Magica. So geht es nun in Kürze in den ersten Bogen. Fernando übernimmt erst einmal das Kommando. Fernando vor Winn-Dixie und Magica. Das sind die ersten drei. Magica geht nun in der zweiten Spur erst einmal vorbei, setzt sich auf den zweiten Rang. Viertes Pferd ist nun Winn-Dixie. Drittes Pferd, pardon, Winn-Dixie vor Comtesse Virginia. So geht es durch den ersten Bogen in Kürze dann wieder in die Tribünen gerade. Der Vorschuss von Magica geht weiter. Setzt sich nun erst einmal an die Spitze vor Fernando. 20:3 die erste Zwischenzeit. Dahinter folgen Winn-Dixie und Comtesse Virginia. So geht es hier nun vor Publikum entlang. Fernando startet gleich die Gegenoffensive. Henning Rathjen will wieder die Führung kriegen und die kriegt er auch. Geht nun vorbei an Magica. In Kürze geht es auf die Schlussrunde. Fernando mit der Führung. Außen erscheint Comtesse Virginia. Dahinter an der Innenkante Magica, gefolgt von Touch of Sun und Winn-Dixie. Dann sieht man Jan Cash mit Catullus. Es folgen Gamble to Win und Thermidor ganz am Ende, denn Philomena nach dem Startfehler aussichtslos zurück. 14:4 die nächste Zwischenzeit. Das Feld im Saralumbogen. Unverändert Fernando mit der Führung. Dahinter Magica. Außen ist Comtesse Virginia. Dann sieht man Touch of Sun an Position 4, gefolgt von Winn-Dixie an der Innenkante. Jan Cash, dahinter dann Catullus, Gamble to Win und Thermidor immer noch in hinteren Regionen. Vorne nun der Zweikampf zwischen Comtesse Virginia und Fernando. Beide nun gleich auf, dahinter Magica an Position 3, so geht es hinauf zum Schlussbogen. Winn-Dixie an Position 4, von außen bemüht sich Gamble to Win in der dritten Spur Boden gut zu machen. Auch Touch of Sun ist noch mit dabei. 21:2 die nächste Zwischenzeit. Der Zweikampf auch im Schlussbogen. Geht er weiter zwischen Comtesse Virginia und Fernando. Dahinter Magica und Gamble to Win. Und auch Thermidor rückt nun in der dritten Spur im Schlussbogen auf. 22:2 ist die vorletzte Zwischenzeit. Fernando und Comtesse Virginia bringen das Feld in die Zielgerade. Aber in vier Spuren geht es hier nun durch. Magica und außen kommt Thermidor. Fernando noch vorne. Thermidor kommt außen stark auf. Und Fehler nun von Fernando. Und außen, da geht Thermidor, war ja ganz hinten, aber am Ende, das ist ja eine leichte Sache für Thilo Mannes. Mit Thermidor gewinnt er hier diese Prüfung am Ende überlegen. Kampf ums zweite Geld zugunsten von Comtesse Virginia vor Magica. Dahinter knappes Ende zwischen Gamble to Win und Jan Cash. 12:6, die letzte Zwischenzeit.